Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu Die Schande des Kinderschändens. Heute ein neuer Teil mit Irmi Baum. Und wir möchten uns zunächst ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Menschen, die uns kontaktiert haben, die uns angerufen haben und die uns geschrieben haben. Es waren auch einige, gell, Irmi, dabei. Da braucht man wirklich einen guten Magen, weil da kriegt man ganz, ganz schlimme Herzschmerzen, was den Kindern in dieser Zeit vor allem alles widerfahren ist. In dieser Zeit rede ich von den letzten 3 Jahren. Und wir haben auch gehört, immer wieder die Frage gekommen, warum hört es nicht auf? Wieso wärmt es denn das immer alles auf? Es ist ja eh wieder alles gut. Irmi, was willst du diesen Menschen sagen? Dass es scheinbar wieder gut ist und dass das auch zu dieser Never-Ending-Story gehört, die Menschen klein zu machen und zu versklaven. Es sind ja eh nur 40% der Kinder lebensüberdrüssig. Die meisten davon sehen im Leben keinen Sinn und eine Vielzahl derer kündigen ihren Selbstmord an und viel mehr als die Staatsmedien berichten, nehmen sich tatsächlich das Leben. Es ist so eine heile Weltnarkose, die über die Menschen ausgebreitet wird und die sie liebend und dankbar gerne annehmen, weil sie keine Verantwortung übernehmen und weil das Verdrängen ja eines der bekanntesten Muster des Menschen ist, wenn er Situationen nicht bewältigt. Das heißt, er setzt die dicke rosa Brille auf und glaubt jedes Wort, das er liest oder hört, welches ihn in der rosa Brille bestätigt, dass es eh nicht so ist, wie es ist. Aber wir lassen uns weder blenden noch irgendeine Narkose drüber ziehen, denn wir sind wachsam und wir schützen die Kinder. Und damit schützen wir aber auch die Eltern. Und wir laden sie auch ein, diese Eltern, die so in der schönen Narkose dahinschwimmen, da kann ich auf Urlaub gehen, in diesem Gefängnis von Fernsehen und Sportveranstaltungen, auf reduziertem Raum ihr neues Leben gestalten in der Identifikation mit den einzelnen Serien oder mit dem Fußball. Wenn ich alleine diese Sportart nennen darf, ist ein Wahnsinn, wie viele Menschen schon hypnotisiert sind und in dieser Hypnose zufrieden leben, das zählt ja auch zum großen Plan. Aber wir fordern alle auf, da nicht mehr mitzuspielen. Denn wenn man ein Herz für Kinder hat, dann kann man die Augen nicht verschließen und vor allem nicht das Herz und die verbindende Liebe wegradieren. Und wir geben keine Ruhe, weil wir das nicht dürfen, Irmi. Ja, wir dürfen Ja. keine Ruhe geben, weil nur weil es jetzt dort oder da, zum Beispiel für Kinder in den Schulen und Kindergärten, wo auch immer, in den Unis, wo auch immer, keine Maßnahmen mehr gibt, Vorübergehend. bedeutet das nicht, dass das für immer so sein wird, Ad 1. Und Ad 2, was ist mit den Kindern und Jugendlichen, die dadurch traumatisiert wurden, die dadurch psychisch und körperliche Nachteile erlitten haben, die jetzt einfach auch ruhig gestellt werden, die sich gar nicht mehr trauen, zu einem Erwachsenen zu gehen und die Probleme zu besprechen. Du, mir geht's nicht gut, ich habe immer noch Nachwirkungen, ich bin depressiv oder das, weil man tut es dann ab, ach, geh du nicht so, es ist ja jetzt eh alles wieder gut. Aber es ist gar nichts gut, weil in vorigen Videos haben wir schon festgestellt, in der Zwischenzeit kann man sogar wissenschaftlich beweisen, dass es etwas mit dem Menschen macht, dass Gehirnareale sich verändern, dass man es sogar bildlich sehen kann. Was sagst du dazu, Irmi? Das ist absolut richtig. Zum Beispiel bei Vergewaltigungen ist es sehr oft der Fall, dass mit zunehmendem Alter plötzlich der Körper mit ganz bestimmten Krankheitssymptomen darauf aufmerksam macht, du, in deiner Psyche ist etwas nicht in Ordnung, löse das.
Und das sind dann die sogenannten nicht erkennbaren Schmerzen oder das sind die Menschen, die Hypochonder sind. Nein, sie sind keine Hypochonder, sondern das Unterbewusstsein klopft an und möchte Harmonie, es möchte Ordnung schaffen. Das ist ein geistiges Prinzip, dieses Erreichen der Harmonie. Und mit so einem Rucksack an Altlasten, die in irgendeiner Form dann körperlich zum Ausdruck kommen. Bei Kindern zum Beispiel ist es die Aggression, ist es diese Lust, andere Kinder zu quälen oder Mobbing zu leben oder zu fotografieren und Nacktbilder ins Netz zu stellen, weil das ist ja so witzig, wenn ich da irgendeinen Mitschüler beim Duschen oder Baden fotografiere und gleich mit dem Handy verteile. Also diese ganzen sadistischen Züge kommen aus dieser Verdrängung der Vergangenheit und da einfach zu sagen, na, jetzt ist die Welt eh wieder schön, jetzt können wir auf Urlaub fahren oder uns noch mehr leisten oder gehen wir ins Kino. Also immer wieder dieses Gefängnis, in das sie die Menschen hineinmanövrieren und vor allem die Kinder, ist zu durchbrechen. Und das geht nur gemeinsam und nicht, wenn man diese Verdrängungsnarkose, vielleicht mögen das auch irgendwelche Nervenmittel sein, die wir durch die Luft einatmen, die diese Resignation und dieses Gefühl mit sich bringen, dass so viele Menschen herumrennen, als wäre nie irgendetwas passiert und sämtliche Grausamkeiten werden dann verniedlicht, wenn Zugeständnisse kommen, dass einem das Leben noch angenehmer wird. Ein klassisches Beispiel ist Wien, das terrorisiert und unterdrückt wird und die Menschen jetzt sagen, schau, sie sind ja eh nicht so schlimm, weil jetzt dürfen wir ja wieder. Wir dürfen immer alles. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was die Kinder lernen dürfen. Sie dürfen immer alles ausprobieren. Aber sie dürfen nicht ausprobieren, dass sie gebrochen werden, dass sie keinen eigenen Willen mehr haben, sondern wir brauchen, der Horizont ist offen. Wir brauchen Menschen mit Rückgrat. Wir brauchen Kinder, die souverän sind und die auch vor allem wissen, was Souveränität heißt und wie herrlich es ist, ein freier Mensch zu sein. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Irmi. Ich danke dir.